Kann. Auch im Büro rollt er täglich seinen Gebetsteppich aus. Doch niemandem, auch nicht seiner Frau, will er seine Religion aufdrängen. Auch nicht seinen islamischen Namen Ahmed Issa. Seine Familie, seine Freunde nennen ihn weiterhin Nils. Durch ihn hat von Bergner den Islam kennengelernt. Dass man also bei bestimmten Gelegenheiten, beispielsweise zur Fastenzeit, dann mal darüber gesprochen hat, warum macht ihr das, was ist der Hintergrund des Fastens, unter welchen Voraussetzungen muss man das erfüllen und dergleichen. Und das war sicherlich schon sozusagen ja, mein erster Kontakt über meine türkischen Freunde, ich habe auch andere türkische Freunde, hin zum Islam.